besser, wenn er dumm ist. Im Gegensatz zu der Kumpel, der weiß, von dem nicht gratis. Zu wem bringt der bekloppte Moko? Denn heute ist ein neues Video und was für Verrückte keine. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's super, weil mir geht's oh wie, oh wa. Und an die Stelle sage ich euch, ich han heute wieder, nach ganz kurzer Zeit, wieder zurück auf YouTube, han ich für euch die Nachricht, dass die Kanalmitgliedschaften jetzt wieder gehen. Wie gesagt, ich werde da jetzt auch nicht groß drauf hinweisen oder so. Ich bin da noch am Emojis einbauen und, da habe ich noch ein paar Ideen, was man für euch machen kann. Ne? Aber ich werde das jetzt nicht immer bewerben oder so. Ich wollte es nur sagen, das geht wieder. Ich habe jetzt zwei Stufen. Einmal der Mongomediale Freund für ein bisschen billiger. Und dann die Mongomediale Lebensschule für ein bisschen teurer als früher. So dass auch nicht so teuer ist. Und auch und wer mehr geben will, kann dann geben und dann ist gut. Ne? Also machen wir ja gar nicht lang dran rum. Wie gesagt, ist ja sowieso nur für die Hardcore-Fans, die sagen, ey, ich würde gerne mal was in den Hut schmeißen. Denn hier wird alles immer für alle gratis sein. Also das, was YouTube, mir gibt an Werbegeld, soll mir reichen. Aber wie gesagt, ich wurde mehrfach schon darauf hingewiesen. Mach doch mal. Ich weiß, es hört sich immer so blöd an, aber es ist so. So, gut, an die Stelle, ne? Business as usual abgehakt, hier an Neue Büdle, danke nochmal an Wuselwerker, der dieses tolle Set für mich rausgesucht hat. Und wie gesagt, ne, es haben noch nicht so viele mitgesucht, ne? Es sind ganz viele kleine Details hier im Bild versteckt, ja, also mitsuchen, ja, und gerne unter die Kommentare schreiben, was ihr so entdeckt habt, ne? Es sind sehr viele kleine Gags. So, jetzt schalten wir das Bild wieder an. Ich habe auch ohne die Quelle eingeblendet. Leon Elektronik, das Abendessen und Talkrunde 2. Das Video wurde mir vom Oliver Z. wurde mir das nochmal quasi herausgesucht. Der hat gesagt, der Mungu, das musst du dir angucken. Da ist alles drin, ja. Und da danke ich ihm, ja, für den geilen Tipp, weil das, ich habe reingeklickt die ersten paar Minuten. Ich hatte... Es hat einfach alles. Wirklich, es ist wirklich ein herausragendes Meisterwerk von Leon Elektronik. Und ihr seht, ne, schon ein gelbes Muskelshirt, ja, vorne Flecken drauf. Es wird gekocht, es wird gesoffen, es wird dummes Zeug geredet. Leute, es ist einfach eins sogenannte mongomediale Traum. Es ist eins Traum. So, wir legen einfach mal los. Die ersten paar Minuten sind schon halt einfach direkt Highlight. So, servus Leute, willkommen zurück. Jetzt habe ich mein Essen und zwar... zeige ich euch mal, was ich gut gekocht habe. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, ich habe gekocht. Da war ich in der Küche gestanden, musste mich ums Essen kümmern. Ich hab das. Leute, ich bin ja so bescheuert. Ich hatte das gestern. Ich hatte es gestern gesehen, also der, als er mir das geschickt hat, da habe ich mir das runter... ich habe die Tränen in den Augen, da habe ich mir das runtergeladen und ich bin gestern Nacht aufgewacht, musste daran denken und habe gleich wieder gelacht. Ich muss das nochmal gucken, diese Anmoderation. Leute... Ich habe echt Tränen in den Augen. Achtung. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich gut gekocht habe. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, ich habe gekocht. Lea, willst du ein Stückchen Brot dazu? Ich kann nicht weitermachen. Leute. Das ist das, Leute,
Genau das ist das, was mir bei Monchichi ein bisschen fehlt. Bei Monchichi ist so viel Ärger dabei. Und ich will mich ja nicht ärgern. Ich habe mich jetzt besonnen. Der Kanal Mongo Medial soll ja nicht Ärger sein. Der soll ja lachend sein. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Oh, Leute. Oh, dementsprechend weiß ich auch gar nicht, oh, ob ich der richtige Mongo dafür bin. Für unseren Monchichi. Oh. Aber Leute, sorry, ich muss nochmal. Es tut mir leid. Also, wir werden das jetzt so lange machen, bis ich das schaffe. So, servus Leute, willkommen zurück. Jetzt habe ich mein Essen und zwar hier. Jetzt zeige ich euch mal, was ich gut gekocht habe. Ja. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, ich habe gekocht. Leider nicht. Aber ich habe Küchenverstand, muss mich ums Essen kümmern. Ich lass laufen. Entschuldigung, ja. Das war ein Ausrutscher gerade. Ach, ja. Also nicht wieder übel nehmen. Das ist so witzig. Warum sagt er das jetzt? Er wurde natürlich dann auch von Hatern, wurde ihm dann halt auch vorgeworfen, ja Leon, du machst ja auch scheiß Videos und du rülpst und du furzt in den Videos wie so ein Asozialer, ne? Wurde ihm vorgeworfen. Und es ist ähnlich wie beim Rainer, ich habe mich ja dafür entschuldigt, dann könnt ihr mir auch nicht mehr böse sein, ne? Also hier, es tut mir leid, es war ein Ausrutscher, ne? Aber ne, könnte man ja auch rausschneiden. Ach Leon, aber dieses senfgelbe Ding da, ne? Also Leute in gelben Klamotten, da ist für mich Red Flag. Und ich zeige es euch mal, und zwar wie es ausschaut, das Essen, ja. Was ich gemacht habe und was trinke ich dazu, das zeige ich euch auch mal. Ja, was wohl? Eine Cola? So, würde ich sagen, ich zeige es euch erstmal. Wir haben hier, das sind Frikadellen. Ja, vor allem auch schön. Ja, ihr seht es jetzt gar nicht. Für solche Panorama-Views werde ich mal... Ich habe das für euch natürlich immer, damit ihr den besten Blick auf den Leon habt, habe ich das immer mal so ein bisschen verändert, ne? Aber jetzt brauchen wir ja mal den Panorama-View. Ist halt schade. Ich will halt hier nicht so viel von dem schönen Bütle verdecken. Aber wenn der Leon so einen Schwenk macht, ne? Da müssen wir doch mal ganz genau hingucken. Vor allem, wir haben es natürlich hier schon gesehen, ne? Ah, jetzt mal. Ne? Was trinke ich dazu? Ja, was wirst du dazu wohl trinken? Übrigens, das ist der Grund, warum er hier diese Platte hat, auf der er Lego baut. Das ist seine Bierplatte. Ne? Interessant auch jetzt an der Stelle. Was hier wieder für ein Gerammel rumliegt auf dem Bett. Ja. Es ist halt für ihn, ist das halt das Bett alles. Ne? Der hatte ja keinen Tisch, keinen Stuhl da drin. Na doch, einen Computertisch hat er. Aber da wird alles auf dem Bett gemacht. Ne? Hier? Und Leute, da hat er gekocht. Pommes im Backofen warm gemacht und fertige Frikadellen warm gemacht. Das war sein Kochvideo. Sehr gut. Das sind Frikadellen. Ach, das koche ich. Frikadellbällchen, sieht man ja, ne? Frikadellenbällchen. Hier, wisst ihr was? Ich wollte heute eigentlich so Schupfnudeln ein bisschen schön anbraten. Vielleicht leicht Butter, ne? Und dazu dann so eine selbstgemachte Käsesoße machen. Aber wenn ich das hier sehe, ich glaube, ich schwenke nochmal um. Pommes. Und nochmal Pommes. Und nochmal Pommes. Ja. Und zwar, genau, also die beiden Pommes esse ich, die habe ich deswegen getrennt, weil wenn ich die Pommes da noch drauf mache, dann überdeckt das Fleisch. Ja, das geht ja gar nicht, ne? Man kann die Pommes ja nicht so hochtürmen, ein bisschen nach rechts und nach links verteilen und dann das Fleisch nicht sieht. Aber was erkennen wir hier an diesen Tellern? Ne? Leon nimmt ja jetzt hier für das bisschen Zeug, nimmt er zwei Teller. Was erkennen wir da dran? Richtig, er muss selbst nicht spüle, ne? Ja, warum isst der Leon so viel Pommes? Und zwar, ja, das hat seinen Grund. Ich habe ja heute noch nichts, ich habe heute noch nichts Mittag gegessen. Und deswegen, ja, erst einmal Pommes-Check. Ja, ja. Sind zum Glück nicht knusprig, ne? Haben wir ja beim russischen Rentner gelernt, Knusprigkeit ist nicht immer ein Vorteil, ne? Dann machen wir Leon wieder mal ein bisschen kleiner und dann wieder größer, ne? Also, es ist immer, das ist die mongomediale Lebensschule. Wenn es auf die eine Seite kleiner wird, dann wird es aber auf die andere Seite auch wieder größer. Ne? Da muss man, das versteht nicht jeder. Ne? Das versteht nicht jeder. So.
Jetzt den Frikadellen-Check. Ja, was ist denn ein Frikadellen-Check? Das sind fertige Frikadellen, die schmecken immer gleich. Sehen von außen richtig geil aus, ne? Muss man schon sagen, aber ist halt innen drin halt diese graue Pampe. Ja, Leon, auf geht's, komm. Ja. Kommt da irgendwas? Also, das ist echt gut. Hat einen guten Geschmack auch. Ja, kann man lassen. Ja, das hat er in seinem dreitägigen Sebastian Schulz Wie teste ich Food Tests Seminar gelernt. Ja. Reinbeißen, zu sagen, ja, schmeckt gut, kann man lassen. Und ja. Da ist der Rosti besser, muss ich sagen. Der Roschische Rentner, muss ich ehrlich sagen. Der versucht's wenigstens. Ja, Leon, komm auf jetzt. Den öffne ich jetzt erstmal auf. Ja, wir sehen's. Er genießt das, ne? Ah, schön aus der Verpackung die Jabfleischbällchen rausgerollt. Ja. Dann ja. Wollt ihr euch zeigen, was kann man da Leckeres dazu trinken? Na klar. Na klar. Ein Bier? Na klar. Von Barsteiner? Ja. Kann ich auch mal herholen hier. Oh, Barsteiner Pilz. Da hatte Mongo wieder aus dem Bütle ein sogenannte Trivia. Ne? Ich möchte aber jetzt nicht, dass er hier Barsteiner als im Bild ist. Das ist keine Werbung für Barsteiner. Wenn, dann ist es Werbung für Bier. Ne? Gibt es übrigens auch in Hamburg zu trinken. Ja, Barsteiner gibt es in ganz Deutschland. In den Hotels. Meine Frage. Genau. Mein Warsteiner war irgendwann mal, jetzt erzähle ich es einfach. Warsteiner war irgendwann mal so ein bisschen angesagt. Ne? Ich glaube, so in den 80er, 90er Jahren, wo man so gesagt hat, ach, ein schönes Warsteiner gezappt, das ist was Feines. Ne? Das Problem ist, Warsteiner hat ein Problem. Ich habe mich da mal mit so einem Typ unterhalten, der wo da so für Warsteiner arbeitet, für die Firma. Und der sagte so, die Leute sagen, Warsteiner wäre so bitter. Ne? Und die nehmen das als sehr, sehr bitter wahr. Ja? Und dann haben die das getestet von Warsteiner, weil die natürlich gesagt haben, das verstehen wir nicht. Und dann haben die das Bier getestet und dann ist rausgekommen, dass Warsteiner wesentlich milder war als Krombacher und als viele andere Sorten. Also, das war eher im unteren Mittelfeld von der Bitterigkeit, ne? Und die Leute haben aber gesagt, Warsteiner wäre so bitter. Kein Mensch weiß warum. Das muss eigentlich so eine Psyche sein, ne? Psychologisch irgendwas nicht stimmen, ne? Naja, und dann hat Warsteiner gesagt, naja gut, dann stellen wir unseren Bier um. Dann haben die da so grüne, also da so grüne Aufdruck gemacht, irgendwie hier neue Rezeptur und so. Und danach ging es noch weiter in den Keller, da wollte das die Blöre keiner mehr haben. Ne? Aber das ist, fand ich sehr interessant, dass Warsteiner als so bitter wahrgenommen worden ist und die haben halt versucht dagegen anzugehen, obwohl es gar nicht so, nicht bitter, viele Bitterstoffe enthält. Also Krombacher ist wesentlich bitterer. Krug, ein Liter, wie auf der Kirchweih. Ja klar. Genau. Und aber Leon, nochmal ganz kurz, ne? Ich finde es ja super, dass du jetzt auch daheim die Kirchweih nachstellst. Ne? Das Video ist auch ein bisschen älter. Aber es gibt einen Grund, warum man ein Liter auf der Kirchweih trinkt, weil man da nicht immer wie jedem Shop dahin laufen will, wegen alle 5 Minuten. Deswegen nimmt man einen Liter. Das trinkt man doch daheim nicht. Also, ich verstehe. Auch, es ist ja auch ein psychologischer Effekt. Wenn ihr eine Tafel Schokolade aufmacht, dann ist die unter Umständen weg. Ne? Wenn ihr euch aber nur eine Rippe holt, dann ist die Rippe weg und der Rest von der Tafel Schokolade, die sitzt da noch in der Küche. Und so ist das ja beim Shoppen auch, lieben Leon Elektronik. Ne? Wenn du nur ein Glas Bier hast, einen halben Liter, dann trinkst du das und dann überlegst du, trinke ich jetzt noch einen halben Liter oder reicht es? Wenn du aber einen Liter da stehen hast, dann muss der weg. Ne? Ganz einfache Geschichte. Das ist eine Saufoptimierung, die von den bayerischen Festzelten gemacht wird. Dass die Leute sagen, ah ja, die kaufen einen Liter, dann haben sie den, dann muss der weg.
Und wenn man erstmal ein Liter Bier im Kopf hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch einen zweiten hinterher bestellt, auch ziemlich groß, weil man dann erstmal so in Laune ist. Ne? Aber hier, unser Leon. Ich trinke jetzt ja mal einen Schlückel für euch. Ja, ich trinke für auf uns. Euch, auf meine Abonnenten. Für uns. Auf meine Zuschauer. Ja, unterstützt mich immer. Ja. Und ich mache jetzt demnächst ein Gewinnspiel. Und zwar wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Da kann man dann... Oh, da gibt es sicher Wandteller zu verlosen. Ne? Ganz kurz an der Stelle. Ne? Wir haben das jetzt intern im Krisenstab geklärt mit die Wandteller. Der Ramsi kümmert sich darum. Ne? Also der wird euch sagen, dass es keine Wandteller gibt. Und der wird euch dann auch auslachen und oder... für dumm verkaufen. Ne? Also das macht der Ramsi jetzt an die Stelle, weil ich kann nicht jetzt jeden selbst, also ich habe zu viel zu tun, ich kann nicht jeden persönlich auslachen. Ne? Das muss dann der Ramsi auch mal mitmachen dann. Bei mir und zwar verschiedene Preise gewinnen. Ja. Und zwar oh. Von Preis 1 bis Preis 4. Es wird wieder mit einem Regelwerk versehen. Ach Gott, ob der auch so eine tolle Drachenbox hat, wie damals unseren Rainerle? Es gibt nur 4 Preise. Ja. Und zwar, ja. Und die anderen gehen leer aus. Was es genau ist, verrate ich jetzt noch nicht. Erstmal mal Prost auf euch alle. Ja, Prost, ne? Prost auf euch alle, ne? Ah. Das zischt ordentlich. Ganz wichtig. Das Bier muss kalt sein. Und zwar ein Bier trinkt man wirklich nur kalt und es gibt ja verschiedene Biere. Und zwar, und ich habe mir mal überlegt, und zwar, dass man, anstatt dass ich mich aufrege und zwar und krass mache, und habe ich mir mal überlegt, ich biete euch mal was Tolles. Und zwar habe ich jetzt die nächsten Tage vor. Wie gut, die Überleitung einfach so gut ist. Ja, ey. Bevor ich mich aufreg und wieder nur Ärger ist, wisst ihr was? Dann sauf ich für euch. Komm, ich sauf einen. Hä? Habt ihr da Bock drauf? Ja komm, ich sauf euch einen. Sehr gut, lieben Leon, sehr gut. Ich werde für euch mal Biersorten testen. Ich werde zwar mal... Ja, das haben wir ja gesehen. ...bei Supermärkten vorbeifahren, mir verschieden. Ich bin jetzt sicher, ob ich das jetzt hier auf neue Kanal Mongo Medial... veröffentlicht haben. Für alle, die den Kanal jetzt neu entdeckt haben, das ist jetzt der dritte Kanal und ich habe auf Odyssey die ganzen alten Leon Elektronik Reaktionen, die ganzen Leon Elektronik Mongotare und diesen ganzen andere gemischte Filmbüdle und historische Sachen und so, die habe ich auf dem Spiegelkanal auf Odyssey für euch verfügbar, unter dem Video verlinkt. Ne? Und da sind ohne Ende ist da noch Material, also gern auch mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich hier alles auf dem Kanal nochmal re-uploaden werde oder will. Das macht ja auch keinen Sinn mehr. Das habe ich so in die Anfangszeit gemacht, wo ich einfach eure Aufmerksamkeit nochmal catchen wollte. Ich denke, jetzt kommen nur noch die besten Sprüche, möchte ich gern hier nochmal re-uploaden, weil das einfach geil ist vom Leon. Und so ausgewählte Sachen. Vielleicht mache ich auch nur noch die Endlos-Cuts hoch. Weil die sind ja eh alle dann zusammen. Na, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Es ist bei mir momentan täglich, dass sich Dinge ändern. Ne? Wo wir gerade von ändern sprechen, guckt mal oben links in die Auslage. Da ist ja mein Mongo Medial-Logo. Aber unser Wuselwerker, der hat das ein bisschen umgebaut und modernisiert. Ich ziehe das jetzt mal groß. Das ist das neue Kanal Mongo Medial Logo. Es ist ja eigentlich nicht viel Unterschied. Ich werde aber eine Sache noch von ihm verlangen, dass der unten den Schatten, dass der nicht so weit weg ist, der soll näher an der Schrift dran liegen. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Ne? So, das neue Kanal Mongo Medial Logo. Ja, ja. Ja. So wunderbar. Obwohl, man kann es nicht so gut lesen. Ne? Also ich finde es sehr schön, aber vielleicht muss man da an die Lesbarkeit noch arbeiten. Ne? Muss man noch so irgendwas hinterlegen oder so. Mal gucken. Also, aber vielen Dank für den Wurzelwerk, ja, nochmal an die Stelle. Ich werde eine Sorte an Bier holen und werde diese dann und zwar im Verlauf der Kamera testen. Und das ist doch, würde ich auch mal sagen, auch eine gute und zwar eine gute Aussage über die Brauereien. Und dann
Natürlich wird's dann, werde ich jetzt zwar Produkte testen. Ja. Das werde ich noch machen. Ja, klar, ja, super, Produkte testen. Produkte testen, und zwar siehe Gurkensohn. Der YouTuber Gurkensohn. Und zwar, ja, ich, lieber Gurkensohn, und zwar, wenn du dieses Video siehst, und zwar, ja, wo bist du denn? Und zwar, man hört von dir nichts mehr, und zwar, gibt es dich noch? Lebst du noch? Und lass mal was von dir hören. Und zwar, und. Und da machen wir dann auch was. Und zwar machen wir dann so ein ähnliches Video wie der Gurkensohn. Wir werden und zwar eine Challenge machen. Und zwar, wer schafft mehr? Und dann, ja. Und dann halt Produkte testen. Und zwar, weil und zwar, ich sage einfach auch, und zwar, man sollte jetzt, vor allem was das Bier betrifft, gerade jetzt in der schweren Zeit, auch die Brauereien natürlich unterstützen, weil die haben ja so viel Einbußen. Weil die konnten ja das habe ich jetzt einfach mal laufen lassen. Finde ich ja auch ganz witzig. Leon unterstützt die Brauereien. Ne? Die müssen halt, es muss mehr gesoffen werden. Und das wäre ja für Leon das Schlimmste, wenn Brauereien pleite gehen würden. Na gut, es entstehen halt dadurch auch wieder neue Brauereien. Und ich glaube, dass, naja, es ist wie mit allem. Ne? Es ist, wenn was alt, Neues weggeht, was Altes weggeht, kommt was Neues dazu. Aber interessant, dass er da die Idee hatte, er macht einfach das, was alle machen, die nichts können, ne? Challenges, ne? Food-Herausforderungen, einfach irgendwas kaufen und essen. Ja, hat er, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich glaube, der hat nicht ein einziges Video in der Richtung gemacht. Wenn ihr eins kennt, dann bitte melden bei Kanal Mongo Medial. Das waren die Festbiere, die es ja auf die Volksfeste und Kirchwein und Oktoberfest. Ja. Und zwar so gibt die ganzen gebrauten Festbiere, die kriegen es ja nicht los, die dürfen uns zwar wirklich das halbe Zeug und zwar wieder in den Müll schmeißen oder in den Abfluss lassen. Und das ist für Leon einfach unvorstellbar. Und zwar, da sollten wir Werbung machen. Ganz wichtig, was ihr auch machen solltet, das werde ich jetzt auch machen, ich werde jetzt mal schauen, wo und zwar im Schauspiel. Hey, der Leon, der ist so treu doof, ne? Dir musst du nur irgendwas erzählen. Und dem das gut rüberbringen, dann läuft der los. Das ist so ein richtiger deutsche Michel. Wenn der hört vom Schaustellerbund, eieiei, die Verkäufe an Oktoberfest sind eingebrochen. Wir haben nur 6 Millionen Liter zu 15 Euro verkauft. Wie sollen wir denn überhaupt noch überleben? Dann geht der Leon hin und sagt, sauft mehr auf dem Oktoberfest, ne? Ja, so ist das halt. Rumstehen mit ihrem Süßigkeitenstand, werde das sogar abfilmen, wenn ich da hingehe und was kaufe. Und zwar, das ist einfach auch eine gute Geste, und zwar denen auch ein bisschen zu unterstützen, denn die haben und zwar das meiste Geld und zwar verdient, was zu bekommen. Man sollte natürlich und zwar die ganzen und zwar und zwar kleinen und zwar auch unterstützen. Aber und zwar, man sollte auch genau auf die Zahlen gucken. Und zwar, welcher Kleinbetrieb und zwar ist abgerundet, verdient 3.000 Euro pro Monat. Welcher verdient und zwar so und so viel, da sollte man auch genau Augen machen. Und zwar, weil es gibt nämlich welche, die ziehen dich über den Tisch, damit sie noch mehr Knete kommen, egal was aus dem anderen wird. Also, es geht gar nicht. Man sollte wirklich nur den unterstützen, der es wirklich braucht. Ja. Und zwar, so sehe ich das. Was wird sich bei mir ändern? Mit Demonstrationen wird sich nicht viel ändern. Und zwar, ich werde weiter auf Demos gehen, wenn es welche gibt. Ich werde auch weiterhin. Ja, das hat er ja dann nicht mehr so gemacht, ne? Ich weiß auch gar nicht, ich denke, der ist vom Olli da irgendwie ein bisschen mit hingenommen worden, ne? Auf diese Querdenker-Demos und sowas. Also das war, ja, wie gesagt, ne, man muss dem nur irgendwas geben, ne? Und das plappert er danach und haut das raus und der ist halt einfach eine perfekte Litfaßsäule. Und zwar am tolle Videos machen, und ich werde und zwar jetzt im Laufe dieses Jahr, und ich hoffe, dass das Schicksal mitspielt, ich werde dieses Jahr und zwar anfangen, meinen Führerschein zu machen, und zwar meinen Autoführerschein zu machen, weil den habe ich noch nicht, ja, also den PKW-Führerschein werde ich machen, und wenn ich dann mal ein eigenes Auto habe und zwar, dann fahre ich mit euch natürlich auch mal in die Fränkische und zwar und das auch mal allein. Denn und zwar ja, lieben Leon, den Partner, mit dem ich ja. Was ist denn mit dem Führerschein? Also ich würde ja sowieso dafür plädieren, dass unser Leon Elektronik die Monetarisierung für seine Videos letztendlich mal anmacht.
Ja? Er weiß halt nicht, wie es geht. Das ist halt ein bisschen komplizierter da mit den ganzen Google AdSense und so. Aber wenn der die Monetarisierung anschmeißen würde und damit auf einmal dann Geld für Bier mit verdienen könnte, da wird er wieder viel mehr Videos machen. Ich glaub, das wäre für ihn jetzt der beste Zeitpunkt zu sagen, Leon macht keine Videos mehr, weil er sonst Ärger kriegt. Wenn er jetzt die Monetarisierung anschmeißt, dann es müsste jemand da sein, der ihn ein bisschen berät, bezüglich Urheberrecht, dass er da keine Angst bekommt, wenn er da mal irgendwie was mal hier, ne? Aber da müsste ihn mal einer beraten. Und er müsste die Monetarisierung anmachen, das alles fertig machen und dann würde er ein paar Euro verdienen und das würde ihn richtig, was meint er, wie den das anreizen würde, da Videos zu liefern? Also, dann würde er wahrscheinlich sogar irgendwann auch ein bisschen in die Richtung, das muss man, ah gut, das ist natürlich die andere Seite, ne? Also ich denke ja auch immer, während ich rede, denke ich ja weiter so. Und dann denke ich, ja, dann würde ihn aber natürlich dann so ein bisschen in die Richtung Rainer Winkler drücken, ne? Dass er vielleicht dann irgendwie dann halt auch zur Maske wird. Aber viele sagen, er ist ja vielleicht schon eine Maske, ich weiß es nicht. Also, wie man es macht, ist generell falsch. Aber ich glaube, das würde das ganz schön beleben. Überall mal dorthin gefahren bin und dorthin gefahren bin, hat gesagt, wir machen zwar noch Videos, Ja. wir machen auch noch Videos gemeinsam, aber ich glaube nur noch hier in diesem Umfeld. Und zwar, ich glaube zwar Videos mit, wenn Demos sind, gut, dann geht es auch mal auswärts, aber ich denke, so Fränkische mit ihm zusammen und anderes Zeug ist mit ihm nicht mehr drin. Und zwar deswegen, wenn wir das alleine machen und euch da und zwar was machen. Und die Fränkische ist ja groß. Die Fränkische Schweiz geht ja von Ebermannstadt bis hoch nach Lauf und Ach ja, bis danke. hinten raus Richtung und zwar ja fast Richtung Berg, die Stadt Berg, bis dann raus geht die Fränkische und zwar und das werden wir halt alles einmal genauer abfahren, die ganzen Sehenswürdigkeiten, Aussichtstürme. Unser Ankündigungs-Leon, ne? Aber Führerschein ist noch nicht. Ist aber auch traurig, ne? Weiß nicht. Dass der halt mit 26 oder so halt noch keinen Führerschein hat. Ich meine, gut, vielleicht hat er ihn bis jetzt nicht gebraucht oder so, aber es ist halt, naja, wenn du es dir nicht leisten kannst. Aber auf der anderen Seite geht er halt auch auf die Kerwa, ne? Und das ist halt die Frage, ne? Ja, toll, mache ich jetzt einen Führerschein für ein paar tausend Euro und dann habe ich kein Geld für ein Auto und kein Geld für Benzin oder nehme ich meine 15 Euro oder 10 Euro und saufe dafür ein Liter Bier. Ne? Da muss man halt dann auch abwägen. Aber, ja. Übrigens, Neuenbüthle, ne? Mongobräu. Mongobräu. Von Mongolische hier oben, ne? Über Schild. Mongobräu. Von mongolische Priester im Kloster drin geklaut. Ne? Wir besuchen. Sobald halt bei mir und zwar in der Führerschein da ist, werde ich das machen. Ja. Der steht auf jeden Fall an. Dann werde ich jetzt am Erlangen jetzt mal demnächst zeigen. Was jetzt als nächstes Video kommt, und zwar, ihr kennt ja vielleicht noch, und zwar jeder Tropfen zählt. Altfettbehälter Lash. Da wird es auf jeden Fall ein neues Video geben. Und Ach, wie schön, das war vor dem Altfett-Lash. Auch hier auf diesem Kanal, ne? Vielleicht auch auf dem Spiegelkanal. Die Altfett-Lash-Geschichte, Leute, das ist so gut. Das ist es halt, der Leon hatte Ideen, er hatte Träume und Ideen, die müssen wieder angefacht werden. Nicht den Hass, der Hass zieht ihn zurück. Altfett-Lash wäre nie passiert, wenn Leon Elektronik damals schon so einen Druck bekommen hätte. Der macht unter Druck, zieht er sich zurück und die Eltern sagen, jetzt ist Schluss. Der muss wieder fliegen können wie ein Sperling. Ich werde uns nicht an einem Automaten arbeiten, sondern ich werde zwei an einem Automaten reinstellen und zwar dann zwei am nächsten Automaten. So und zwar mal genauer aufteilen und zwar, Wen dass und zwar interessiert's? ihr mal seht, wie viele Automaten hat Erlangen überhaupt von Lash überhaupt. Und zwar, und ich habe ja genügend und zwar solche Dinger und zwar, die kann man ja und zwar ja und Das ist. Was geht in deinem Schädel vor? Er glaubt, dass das für die Leute interessant ist, wenn er den einen Automat filmt, der vor einer Rewe-Rückwand steht, wo du eine Betonwand siehst. Und dann geht er zum nächsten Automat und da stellt er auch wieder zwei volle Container rein.
der steht dann vor einer grünen Hecke und der dritte steht an der Ampel. Also so, ach Gott. Leute, schaut mal, dieser Ausblick vom Altfettcontainer in die Erlanger Innenstadt. Ja, Leute, ihr merkt's, glaube ich, auch. Der Druck ist ein bisschen abgefallen. Ich glaube, ich muss Moncici einfach sagen, komm, fick dich doch. Lass ich auch drin. Leck mich am Arsch. Ist wichtiger, dass ich Spaß habe, als hier mich die ganze Zeit mit so einem komischen Quäker da aus Braunschweig rumzuärgern. Ne? Also, man muss halt auch... Ich bin vielleicht auch kein Kriegsmongoliere, ne? Wie bei Pate, ne? Es gibt halt Mongoliere und es gibt Kriegsmongoliere und wahrscheinlich bin ich halt kein Kriegsmongoliere. Muss ich auch nicht sein. Wer weiß, ich, also Gedanke sind frei. Sage und schreibe zu verschiedenen Automaten fahren. Da fahre ich aber dann mit dem Fahrrad. Und das wäre mir dann auch recht. Ja. Gut. Mir auch. So, wenn dazu, das wird's geben, dann wird's. Aber und zwar jetzt kommt das Wochenende, jetzt wird es auch und zum vermehrt Aufzug-Videos geben. Es gibt mal wieder Aufzüge zu sehen, die ich filmen. Auch so eine große Sache bei Leon Elektronik in der Vergangenheit. Aufzug-Videos. Wie langweilig kann denn YouTube sein? Als der Erfinder von YouTube oder von generell. Es gab ja vor YouTube schon Videoplattformen, die gesagt haben, hier, wir stellen das so zur Verfügung, da kann jeder so seine Videos reinstellen und so. Und als sie das sich ausgedacht haben, da hat doch niemand dran geglaubt, dass so ein komischer Troll aus Unterfranken kommt und Aufzugvideos reinstellt, wo er in den Aufzug reingeht, dann filmt er das Brett, wo 1 bis 4 steht und Notausgang, dann fährt er drin hoch, es macht und dann steigt er wieder aus. Alles ohne Kommentar. Das muss man sich doch mal vorstellen. Wie bekloppt, irrelevant soll denn Inhalt sein? Und Leon Elektronik sagt, ich habe eine Idee. Ja, es ist der Wahnsinn. Und das Witzigste ist, er hat dann keine Aufzugvideos mehr gemacht, weil er stecken geblieben ist und sich nicht mehr in Aufzüge traut. Ja, Leute. Unser Number One für Aufzug und Kerma macht jetzt keine Aufzugvideos mehr. Das ist doch was wir sehen wollen. Ich werde schöne alte Maschinen und zwar ja. Von alt bis neu ist alles dabei. Ja, super. Und ach, Leute, ich komme gar nicht mehr, es tut mir leid, ich komme aus dem IC. Stellt euch das mal vor so. Hallo Leute, hier ist wieder euer Leon Elektronik. Heute zu meinem neuen Maschinenvideo. Ich habe hier einen Akkubohrer von Action. Der hat 12,99 € gekostet. Dabei war diese tolle Tasche. Und hier ein Aufsatzset. Und einen Zollstock gab es noch als Dankeschön mit obendrauf. Ja, also er hat jetzt dreimal gedreht und danach ist er langsamer geworden. Aber... es ist ein guter Preis. So, ich schraube jetzt erstmal meinen Schrank auseinander. Yes! Mein Aufzugschlüssel sozusagen ist bereit. Ja. Und ich habe nicht nur so einen, ich habe auch noch mehr. Ein Aufzugschlüssel? Ich habe eine ganze Schachtel und von Schlüssel zu Aufzügen. Was man damit alles machen kann, das werdet ihr in meinem Video sehen. Und wo die... Der hat Aufzugschlüssel. Ist das legal? Macht man damit... Kann man damit Aufzüge aufmachen, die stillgelegt sind? Oder was kann man damit machen? Was ist denn da los? Was, das habe ich ja noch nie gehört. Dinger genau stehen werde ich auch nicht sagen, weil die Adresse soll ja und zwar nicht genau angegeben werden. Ach so. Aus dem Grund, weil es dann auch Leute gibt, die gehen da dahin und zerstören da mutwillig. Deswegen. Ach, der geht vielleicht in so leerstehende Gebäude rein und macht da die Aufzüge auf oder so. Wird es da also kein großes Ding trara geben. So, das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Ja. Ich genieße jetzt noch mein Essen, esse in Ruhe fertig, schau mir noch ein Video an, werde noch mit einem guten Freund von mir telefonieren, den kenne ich von Schulzeiten her. Ja. Und mit dem werde ich telefonieren, da kann ich auch mein Herz mal ein bisschen ausschütten und sagen, wie es mir so geht. Und zwar, der mir auch zuhört und der mich auch versteht. Und zwar... Oh, oh, oh. Ja. Mein Herz ausschütten?
wie es mir geht, der mich versteht, das ist doch kein Dialog, was der da beschreibt. Oder wie wenn? Und was da mit der Anklage gegen die Person, die mich da so fertig macht, und zwar rausgekommen ist, da halte ich euch einfach auf den Laufenden. Ja, super. Und zwar. Es ist schade, und zwar, es gibt zwar ja Menschen, die haben sich immer dann, wenn sie das Video gesehen haben, da stimmt was nicht. Na, und zwar, die rufen mich sofort an. Und ich hoffe, dass Leute aus meinem Freundschaftskreis oder Bekanntschaftskreis und zwar da was sehen und zwar die mit mir jetzt schon öfters was gemacht haben, wenn die sich erkundigen wollen und zwar was da genau ist, bitte nicht über Telefon. Ich bin jetzt die nächsten Dinger zwar nicht und zwar so viel auch zu erreichen und ich muss auch ein bisschen koordinieren, was meine Musik so betrifft, Termine schlichten da, ja. Weil es soll ja dieses Jahr richtig losgehen und ich soll das ja nicht aufgeben mit meiner Musik. Ja klar. Und zwar, da müssen ein paar Dinge nach gedreht werden und dann zusammen halt und zwar am besten ist, wenn ihr da was wissen wollt, und zwar, wir machen einen Termin aus, wir treffen uns so unter vier Augen und zusammen und quatschen da miteinander. Ja. Finde ich besser, und zwar, als wenn man sich jetzt nur hinsetzt und ein bisschen blöd bla bla macht. Und zwar am Telefon. Das ist Quatsch, oder wenn man sich schreibt, ist auch Quatsch, weil das führt wieder nur zu Eskalationen. Ich würde auf Augenhöhe mit Leuten reden wollen. Auf Augenhöhe und nicht abseits. So schaut es nämlich aus. Also ich glaube wieder, dass der Leon hier das nicht weiß, was Augenhöhe heißt. Ne? Leon, Augenhöhe heißt, dass beide auf dem gleichen Stand sind. Also keiner ist dem anderen übergeordnet. Ne? Also niemand fühlt sich mehr wert oder ist mehr wert in dem Gespräch als der anderen. Ne? Das heißt nicht, dass man sich trifft und dann direkt miteinander spricht. Ne? Bitte nicht falsch auseinanderklabustern. Ne? Natürlich, die Freunde, mein größten Freundeskreis, und zwar, ja, der darf natürlich, und zwar für den bin ich auch rund um die Uhr da. Na klar. Aber die, wo mit mir nicht mehr befreundet sein wollen, und zwar mit denen, und zwar telefoniere ich auch nicht mehr so oft. Und zwar mit denen zusammen treffe ich mich dann nur noch ab und zu mal zusammen und gelebt. Ne? Also Leute, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, man merkt doch, der Junge ist doch einfach lieb. Ne? Selbst die Leute, die gegen ihn sind und mit denen er nichts zu tun hat, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, ne, mit denen trifft er sich gar nicht mehr so oft auch. Ne? Also nicht mehr so oft. Also ab und zu mal ja. aber doch nicht so oft, ne? Das ist doch unser Leon. Also lieben Leute, ne? Der ist so goldig, der Bub. Eieiei. Eieiei, lieber Leon, du bist auch einer. Endlich mal, und zwar, dann werden wir das beihalten. Aber die dürfen mir dann auch nicht böse sein, und zwar, nee, dass ich und zwar mit gelegentlich und zwar mich nicht ganz zufrieden gebe und zwar noch ein ernstes Wörtchen zu reden habe. Ja. Und zwar, ja, so in diesem Sinne, und zwar passt auf euch auf, und zwar, und ich hoffe, ihr hattet und zwar bis jetzt einen schönen Januar. Und okay, interessant. Hier geht's jetzt ja um Sachen, wo der Leon ein bisschen Ärger hat. Nur so ein bisschen, ne? Wo er so sagt, so, ja, Leute, die mich nicht mögen und so und zwamm und so. Und da merkt man, okay, er regt sich anscheinend jetzt gerade wieder auf, innerlich so ein bisschen, ne? Es erregt ihn negativ, dass er so sagt, ja, das sind Leute, die, mit denen habe ich Streit und das muss ich klären und da gibt's böses Blut und so. Und da steigt die Unzwamm-Quote extrem an. Am Anfang war nicht viel Unzwamm. Und Zwamm kommt dann anscheinend, wenn er sich aufregt und sein Kopf überlastet ist und in Leerlauf schaltet, ne? Weil er Zeit braucht, das zu überlegen. Ne? Leute, ich bin doppelt geimpft, und zwar, ich darf wieder in die Gastro. Ab dem 25.01. bin ich vollständig, und zwar, und dann heißt es, und zwar, ich darf wieder in die Gastro. Ich muss ja nach der zweiten Impfung 14 Tage warten, und zwar, bis es wieder losgeht. Und ab dem 25., jetzt ist auch nicht mehr lange bis 25., noch fast über 10 Tage. Dann darf er wieder saufen. Und dann und zwar darf ich wieder in die Gastronomie, ja, weil in den Gastronomien hat es erst geheißen 2G+.
Wurde aber vom Gericht wieder gekippt und zwar, und es bleibt weiterhin 2G wie gehabt. Und zwar, das heißt, man darf auch jederzeit wieder in die Gastro. Solltet ihr da was lesen, der Scholz hat 2G plus gemacht. Es kümmert euch nicht mehr, das Gericht hat es gekippt. Wenn der Scholz es wieder macht, und zwar hat der Scholz halt eine Anzeige am Hals. In diesem Sinne, und zwar passt auf euch auf. Wenn's um die Kerwa saufen und Kneipe geht, dann hat unseren Scholz aber sowas von nix mehr zu melden, Leute. Aber rein gar nichts mehr. Ne? Das wollte ich euch an der Stelle nochmal gesagt haben. Weil wenn der Leon nicht in die Kerwa kann und zum Saufen, dann gibt's Anzeige. Kollege Scholz. Sehr gut. Und Leute dran denken, wenn und zwar ihr und zwar Menschen gesundheitlich auch unterstützen wollt, so wie mich, und zwar dann und zwar lest euch durch, was und zwar das Zeug ist und wie es mir körperlich geht, das erfahrt ihr und zwar morgen im neuen Video. Bis dahin, macht es gut, bleibt anständig und ich hab euch alle lieb. Und liebe Abonnenten, ich liebe euch. Ach Gott. Bye. Ach Gott. Das hatte von der Becky gelernt, ne? Hier auch nochmal ein schöner Shot. Ne? Ein schöner Shot. Warum hat er dann da übrigens 3 Kronkorken liegen, wenn er dann eine Maß getrunken hat? Ne? Nachtigall, ne? Nachtigall. Ich höre deinen Ruf. So. Ja, also, das war wieder ein schöner Leon. Muss ich euch an die Stelle sagen, hat mir viel Spaß gemacht und gute Laune ist auf jeden Fall Thema auf Kanal Mongo Medial und wir geben Hass und Hetze keine Chance. Ne? Und ja, ich sag mal so, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, ne, vor Lachen. Und das muss es, glaube ich, auch sein. Für mich und für euch, damit es Spaß macht, damit es authentisch ist, dass ich Spaß habe, dass ihr Spaß habt, das ist wichtig. Das ist doch das Entscheidende. Dass wir am Ende rausgehen aus dem Video, haben ein gutes Gefühl, haben gelacht, hatten Spatz in die Backen und ich glaube, das ist das, was zählt. Und nicht aufgesetzt und irgendwelche Redakteure, die dann Gags schreiben für Böhmermann und Co., die dann versuchen, da irgendwie auf Krampf witzig zu sein. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss einfach Spatz haben und die Leute mitnehmen. Und das machen wir hier auf Kanal Mungel Medial und ja, mit allem Mann, die da wo helfen. Die, wo da so helfen, auch alle Frauen, ne? Viele Frauen unterstützen Kanal Mungel Medial. Ich denke mal, weil die scharf sind auf meine Perlenhalskette. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ne? Gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder, ne? Bis morgen oder so, ne? Fast, ich würde sagen mal fast täglich eins Video auf Kanal Mongo Medial ist im Moment eigentlich eine schöne Sache. Wir sehen uns und ciao. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, ich habe gekocht. König Mongo, unser Held. Kein Problem ist ihm zu schwer. König Mongo.